always a word inside of music. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD. Ja, ich möchte mal was ansprechen, und zwar ist mir das vermerkt aufgefallen durch mein Video, was ich gestern oder vorgestern gemacht habe, gestern war das, wo ich ja über diese Sachen gefahren bin, über den Fernseher, über diesen Plasmafernseher. Da haben einige geschrieben, unnötiges Video, zum Beispiel den Fernseher oder die anderen Sachen hätten Kinder in Afrika noch essen können oder so eine Scheiße. Wenn ich sowas lese, ja, das regt mich einfach total auf und es kotzt mich einfach an, was aus unserer Jugend und aus den Kindern heutzutage einfach geworden ist. Zumal ich zu dem Video von gestern sagen möchte, ist, dass die Sachen, wo ich drüber gefahren bin, auch der Fernseher, die waren alle schon kaputt. Also hätte ich weder verlosen können, noch sonst irgendwas. Die Sachen waren alle im Arsch und daher war es sowieso scheißegal, ob ich mit dem Auto drüber fahre oder zum Schrottplatz bringe. So, das wollte ich auf jeden Fall nur schon mal klarstellen. Ja, der Hauptpunkt ist einfach, wie gesagt, ne, dass einige geschrieben haben, Kinder in Afrika hätten das noch essen können. Und wenn ich dann auch noch sehe, dass diese Kommentare von irgendwelchen hirnverbrannten Kindern geliked werden oder auch sogar kommentiert werden, positiv kommentiert werden, ey, da kriege ich so einen Hals, Freunde. Weil das Problem, ich bin in den 90ern aufgewachsen. Ich bin 90er-Jahre-Kind, ich bin in den 90er Jahren aufgewachsen. Genauso wie meine Frau auch. Und damals war halt vieles anders. Und das Problem heutzutage bei den ganzen Kiddies und den ganzen Jugendlichen, das Problem ist, dass diese Problemkinder, diese Problemfälle immer aus derselben Schicht kommen. Und das ist jetzt nicht die Mittelschicht, sondern die Problemfälle, die ganzen Kiddies, die kein Benehmen haben, die sich asozial verhalten auf YouTube oder in Real Life gegenüber anderen Menschen. Das sind die Kinder, die aus der Unterschicht kommen und die Kinder, die aus der Oberschicht kommen. Die meisten Kinder aus der Mittelschicht, das sind normale Kinder, die das Leben genießen, die Respekt von zu Hause gelernt haben, die Erziehung genossen haben. Aber die meisten Kinder, die schlimmsten, sind entweder die aus der Unterschicht oder aus der Oberschicht. Um euch das mal zu verdeutlichen, was ich damit meine. Fangen wir mal mit der Unterschicht an. Kinder aus der Unterschicht sind meistens Kinder, dessen Eltern alkoholabhängig sind, drogenabhängig sind, Hartz IV beziehen, weil sie keinen Bock haben zu arbeiten. Leute, ich habe nichts gegen Leute, die Hartz IV beziehen, wenn sie wegen gesundheitlicher Probleme nicht arbeiten können. Dagegen habe ich überhaupt nichts. Aber es gibt auch natürlich viele schwarze Schafe, die einfach keinen Bock haben auf Arbeiten. So, und dessen Eltern, die keinen Bock haben zu arbeiten, die lieber zu Hause den ganzen Tag auf der Couch sitzen, saufen, Drogen nehmen, scheiß auf Erziehung, scheiß auf Kinder, lass sie mal machen, das, deren Kinder von solchen Eltern, Leute, das sind die Schlimmsten. So, weil die von zu Hause aus keine Regeln kennen, die kennen keinen Respekt, die kennen keinen vernünftigen Umgang. Deswegen sind diese Blagen auch so verdorben. Sorry, dass ich das jetzt sagen muss, es ist aber so. So, kommen wir zu der Oberschicht. Ich muss sagen, ich zum Beispiel und meine Frau auch, wir kommen aus einer reichen Familie. Ich komme aus einer reichen Familie, meine Eltern hatten viel Geld. Meine Frau zum Beispiel auch, sie kommt auch aus einer reichen Familie mit viel Geld, aus der Oberschicht. Aber damals, es waren 90er Jahre, Freunde, damals war das alles anders wie heute. So, wir haben noch Respekt von zu Hause gelernt, wir haben Benehmen gelernt von zu Hause. Und das Problem in der heutigen Zeit sind die Kinder auch, aus der Unterschicht, und aus der Oberschicht, dessen Eltern viel Geld haben, die sogenannten Bonzen, sag ich jetzt mal. Dessen Kinder sind fast genauso schlimm wie deren Kinder, die Hartz IV beziehen. Weil auch Eltern, die viel Geld haben,
die geben damit an, mit teuren Autos, mit großen Häusern, mit was weiß ich, wie viel Urlauben im Jahr und weiß der Geier was. So, und deren Kindern heutzutage, die, also die Eltern von den Kindern, die viel Geld haben in der heutigen Zeit, da ist das halt so, dass, ja, die geben mit ihren ganzen Sachen an. Guck mal, wie viel Geld ich habe. Du trägst nur Markenklamotten. Mach dich nicht dreckig. Guck dir mal dieses Kind an. Was hat dieses Kind an? Können die Eltern sich nichts leisten? Das sind dann halt die Eltern, die ihre Kinder darauf drillen. Guck mal, du bist was Besseres als die anderen. Und dementsprechend benehmen sich auch die Kinder heutzutage, so von der oberen Schicht. So, und das ist halt, was mich ankotzt. Und die meisten Jugendliche und Kinder aus der mittleren Schicht, das sind meistens die Anständigen. Die Eltern haben ein geregeltes Leben, sie sind glücklich mit dem, was sie haben. Und ja, das geben sie natürlich auch an die Kinder weiter. Ne? Die Kinder leben nicht in Armut, sie haben keinen Grund, irgendwie kriminell zu werden oder asozial zu werden. Sie wurden von ihren Eltern auch nicht gedrillt. Guck mal, was hat der an? Der kann sich dies nicht leisten, der kann sich das nicht leisten. Guck mal, wie billig der rumläuft. Das kriegen die auch nicht zu hören, diese Kinder aus der mittleren Schicht und die ganzen Jugendlichen. Deswegen sind die Kiddies heutzutage aus der mittleren Schicht einfach die, die wirklich noch Hirn im Kopf haben. Und ja, auch wenn man heutzutage auf YouTube sieht, ne, auch andere YouTuber oder generell, wenn man auf irgendwelche Kommentare geht, zum Beispiel bei meinem Video von gestern mit dem Fernseher und so, was ich auch gerade schon angesprochen habe, das hätten die Kinder in Afrika noch essen können. Ich meine, Leute, das ist nicht witzig, sowas, ne? Ich meine, was ist daran witzig, wenn Kinder leiden? Ob es jetzt Kinder in Deutschland sind, die leiden, Kinder in Frankreich sind, die leiden, oder Kinder in Afrika. Nur weil sie eine andere Hautfarbe haben, heißt es noch lange nicht, dass sie asozial sind. Die einzigen, die asozial sind, seid ihr, die sowas sagt, ja? Und hätten den Fernseher noch essen können. Ich meine, wie kommt man auf so eine kranke Scheiße, Freunde? Ich meine, wie kommt man auf so einen Scheiß, Leute? Das geht einfach in mein Hirn nicht rein. Ich meine, aus solchen Blagen, die so eine Scheiße schreiben oder generell auch in jetzt, wenn sie draußen über die Straße gehen oder sie sehen ein behindertes Kind, eine alte Frau oder einen alten Mann im Rollstuhl, der sich nicht zu helfen weiß, diese ganzen asozialen Kinder, die lachen solche Menschen aus, ja, anstatt hinzugehen und zu helfen. Nein, da werden solche Leute ausgelacht, ne? Und sowas ist, was ich absolut zum Kotzen finde. Solchen Leuten, ja, die sowas in meine Videos schreiben oder auch bei anderen YouTubern schreiben, solche abartigen Sachen, Leute, so, ich gönne euch, Alter, dass ihr irgendwann mal, weißt du was, ich vom Fahrrad fällt oder mit sonst irgendwas und richtige Krüppel seid. Sowas gönne ich euch, damit ihr mal seht, wie es ist, wenn andere Menschen leiden. Das ist absolut zum Kotzen, Freunde. So, und sorry für dieses Video jetzt, aber ich wollte mich einfach mal darüber aufregen. Einfach mal sagen, dass unsere Jugend und unsere Kinder heutzutage ehrlich richtig verdorben sind. Ich kannte sowas früher gar nicht. Ich bin, wie gesagt, ich komme aus einer reichen Familie mit viel Geld, meine Frau auch. Und ey, das ist absolut zum Kotzen. Wir haben gelernt, Geld ist nicht alles. Richtig, meine Frau sagte gerade, Geld ist nicht alles auf der Welt, Freunde. Gut, man sagt, Geld regiert die Welt. Das stimmt leider heutzutage auch. Aber Geld allein macht nicht glücklich. Es beruhigt nur, dass man Geld hat. Und darauf sollte man seine Grundsätze legen, dass wenn man viel Geld hat, dass man beruhigt ist, aber das muss man nicht an andere Leute auslassen. Ich meine, ich fahre jetzt auch nicht durch die Gegend und sag, haha, guck mal, du hast, was für ein scheiß Auto fährst du, voll die Billigkarre, du hast keine Markenklamotten, was bist du für einer? Ich meine, wie kommt man auf sowas? Ja, und darum mache ich dieses Video, weil ich mich einfach mal darüber auslassen wollte und auskotzen würde, was das für behinderte Menschen sind. Wie gesagt, solchen Leuten gönne ich eigentlich ja das Schlimmste. Ja, meine lieben Freunde, was sagt ihr zu dem ganzen Thema? Schreibt eure Kommentare doch mal unten in die Beschreibung und würde mich freuen, wenn ihr dieses Video hier teilen würdet. Mal mit euren Freunden, mit euren vernünftigen Freunden. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das ganze Video mal teilen würdet. Ansonsten könnt ihr dem Video noch eine positive Bewertung da lassen. Das heißt,
Daumen nach oben, Freunde. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde sagen, Leute, bleibt gesund, bleibt treu und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao.